Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Heute ist Tauffest und das ist eure Taufe. Ich kann mich noch an meine Taufe erinnern. Es ist sehr lange her. 1991. Das ist 33 Jahre her. Ne? Das ist sehr, sehr lange her. Ne? Und ich kann mich noch erinnern an den Tag, so wie es, ich sehe das jetzt noch. Ich weiß, wer für mich gebetet hat, wie die Taufe verlaufen ist und Geschenke und so weiter. Ne? Ja, und ich glaube, dass dieser Tag auch bei euch in Erinnerung so bleibt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr diesen Tag auch immer wieder in Erinnerung ruft. Und deswegen möchte ich euch auch ein paar Gedanken mitgeben. Es ist ja so, wenn wir zu einem Fest gehen, wenn wir irgendwo vielleicht ein Jubiläum feiern, Geburtstag oder wie auch immer, wir versuchen auch denjenigen was mitzugeben und man bereitet sich auch so ein bisschen vor und man überlegt, was kannst du dieser Person jetzt auch mal was mitgeben, und so habe ich da auch mir Gedanken gemacht, was kann ich euch mitgeben? Und die Bibel, die ist ja schon ordentlich dick, ne? Und da gibt es so vieles, aber ich habe tatsächlich was gefunden, was nochmal so on top ist. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Es ist ja so, dass es ist nicht nur für euch, sondern für uns alle. Und das ist so gut, dass die Bibel so vielfältig ist, dass die uns all erreicht, obwohl du vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre im Glauben bist. Trotzdem, das Wort Gottes ist lebendig und das spricht und das wird auch heute sprechen. Und ich bin einfach Gott dankbar, dass der uns immer wieder mit seinem Wort erreicht. Und ich möchte uns heute einen Text aus Sprüche mitgeben. Und das Kapitel wird schon überschrieben, väterliche Mahnungen. Also ist jemand aus Erfahrung, also sein Vater hat ja in der Regel Erfahrung mehr als die Kinder und er gibt was den Kindern mit. Und dann der Abschnitt, der wird nochmal, nicht in jeder Übersetzung ist eine Überschrift, aber in der Gute Nachricht steht Weisung und dann steht Hilfe zum Leben. Eine Hilfe zum Leben, das will ich uns heute mitgeben, dass wir nochmal daran festhalten, was ist eigentlich eine Hilfe aus der biblischen Perspektive. Und da lesen wir ab, also Kapitel 4, Sprüche Kapitel 4, ab Vers 20 lesen wir folgende Worte, spricht Salomo aus. Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir jetzt sage. Also nochmal, Achtung, mein Sohn, ich will dir was mitgeben. Das ist so ähnlich, wenn du vielleicht dein Elternhaus verlässt. Ne? Meine Tochter, die ist jetzt vor einer Woche nach Berlin gezogen und natürlich machst du dir Gedanken, so lässt dir los, geht ein neuer Lebensabschnitt. Und ich habe ihr auch was mitgegeben. Ich habe auch ihr so unter vier Augen gesagt, pass auf, das und das, ne? Denk dran. So ähnlich ist das hier. Salomo als sein Vater spricht diese Worte aus, pass auf. Und dann weiter geht es in Vers 21. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Nochmal so on top, also pass auf, das ist jetzt nicht nur mal so irgendwie gesagt, sondern denk dran, es ist ganz, ganz wichtig. Und dann im nächsten Vers legt er nochmal eine drauf. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Wow, nochmal sowas, nicht nur für deine Seele, sondern auch sogar für deinen Körper will ich dir was mitgeben. Ganz wichtige Worte, also pass auf, achte. Ich will dir was mitgeben. Und dann kommt der Vers, eigentlich, wo er drauf hinaus möchte. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, beschütze dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bewahre dein Herz. Das ist die Botschaft. Bewahre dein Herz. Mal ganz ehrlich, wenn wir über gewisse Sachen nachdenken, was uns im Leben wichtig sind, und wenn wir uns jetzt hier auch spontan unterhalten würden, ich glaube, wir würden ganz schnell gewisse Sachen auspacken. Mir ist vielleicht meine Beziehung wichtig, mir ist vielleicht irgendwie meine Familie wichtig, mein Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Es gibt viele Sachen, aber ich glaube, dass das Herz würde nicht an erster Stelle erwähnt. Hier ist
erwähnt, dass das der Kern unseres Lebens sein soll. Bewahre dein Herz. Es ist enorm wichtig, dass wir auf das Herz achten. Dass unser Herz, und wenn wir sprechen, das Wort bewahren, das heißt, da kann was passieren, das muss beschützt werden. Es muss aufgepasst werden. Es ist ja so, dass wir im normalen Leben ja wahrscheinlich jeder heute aus dem Haus gegangen ist, indem dass er seine Tür, Wohnungstür abgeschlossen hat. Weil da sind Sachen, die einfach bewahrt werden sollen und da schließt man ab, damit nicht in jeder reinkommt. Es ist normal. Manche statten ihre Häuser mit einer Alarmanlage aus, weil sie das beschützen wollen. Falls da mal ein Einbrecher kommt, ne, dass das gehört werden soll und dass spätestens dann derjenige dann wieder abhaut und nicht rein kann. Größere Objekte werden oft durch eine Wache überwacht, Security und so weiter, es wird überwacht. Wir haben auf unseren PCs haben wir ein Virusprogramm, damit unser PC, unsere Daten, alles was wir drauf haben, auch bewahrt wird, damit nicht einer da reinkommt. Ich wurde 2009 ausgeraubt online. Wurde mein Konto geknackt und die Summe verändert, eine größere Summe abgebucht und so weiter und so fort. Als ich dann mit der Bank kommuniziert habe, die erste Frage war, was haben Sie für ein Virusprogramm? Das war ganz wichtig gewesen, dass man da auch mit solchen Sachen sich schützt. Passwörter haben wir. Und spätestens, wenn wir unser Smartphone in der Hand haben, haben wir ein Panzerglas drauf. Wir schützen alles. Wir sind besorgt um unsere Dinge. Und Salomo ruft uns hier auf, pass auf dein Herz. Das ist wichtiger als alles andere. Er gebraucht davor drei Verse, wo der deutlich sagt, du pass auf, ich sage dir jetzt was ganz Wichtiges. Es ist jetzt nicht nur mal so zwischen Tür und Angel gesagt, sondern was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist, pass auf dein Herz, weil dein Herz ist die Quelle, wo ja alles entspringt. An deinem Herz soll alles sauber sein, korrekt sein, weil das die Quelle ist. Und da, wo es halt eben sauberes Wasser aus der Quelle fließt, da gibt es eine super Ernährung. Da gibt es eine gesunde Ernährung, da gibt es eine super saubere Quelle. Ich hörte mal von einer Gruppe, die haben einen Einsatz gemacht in Indien und die waren in einem Camp gewesen, einem christlichen Camp, und haben gemerkt, die ersten Tage lief super. Auf einmal haben die gemerkt, irgendwie denen ging es nicht so wirklich gut, irgendwie körperlich. Ne? Und auf einmal haben die gemerkt, auch so ein Geruch entstand, auch schon auf dem Camp, so irgendwie war alles ein bisschen komisch. Und dann sind die mal der Sache nachgegangen. Und das ganze Camp hat sich ernährt von einem Brunnen. Und dann haben die mal in den Brunnen reingeschaut und da ist sogar jemand runtergeklettert, weil von da ein Geruch rauskam. Und da waren nicht nur irgendwelche Wassertieren und sonst noch was, sondern da lag eine tote Katze drin. Und dieser Geruch, der hat das ganze Wasser und alles und auch die ganze Umgebung total verschmutzt. Und aus dem Grund hatten die auch sogar körperlich schon gemerkt, dass es irgendwas nicht stimmt. Eine Quelle hat das ganze Camp ergriffen. Eine Quelle, ein Stück Dreck, eine Katze, die da tot drin lag, hat das ganze Wasser verschmutzt. Und genauso ist das wichtig, dass die Quelle, dass die muss immer sauber bleiben. Wir müssen möglichst sauber an dem Ganzen. Deswegen muss der Schutz eingebaut werden. Nicht einfach so frei, irgendwie mal schauen, es wird schon, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nein. Ich habe vor einigen Jahren Urlaub gemacht. Und wenn du so vielleicht ein bisschen wirtschaftlich auch ein bisschen überlegst und weißt, wie es so auch in Europa mal abging, es waren ja gute Zeiten gewesen, wo auch Europa stabiler wurde und dann kam die Finanzkrise 2009 und dann sind gerade in dem Land, also ich spreche das von Spanien, sind sehr viele Objekte, große Objekte und auch Privathäuser, die angefangen wurden zu bauen, die sind dann
stehen geblieben, weil die Finanzen da nicht mehr richtig funktioniert haben und so weiter und so fort, sodass da vieles einfach steht. Und so haben wir gewohnt in einem Ferienhaus und nicht weit von uns war eine lange Straße gewesen, wahrscheinlich so 300, 400 Meter lang. Und das waren so Doppelhäuser, die wurden da gebaut. Und du hast einfach gesehen, wie diese Häuser, manche waren im Rohbau, die anderen waren schon fast vor der Fertigstellung, aber das ist einfach stehen geblieben. Und die Türen, die wurden nicht verschlossen. Und dann bin ich einfach mal aus Neugier auch mal dahin gegangen und bin auch dann so ein paar Häuser reingegangen und habe mir einfach mal das Ganze da angeschaut. Und das war wirklich grausam, was in diesen Objekten passiert ist, welche Leute da gehaust haben. Da waren Abhängige gewesen, die anderen haben da vielleicht zum Teil irgendwie vielleicht ein paar Wochen gelebt, die anderen haben das als Toiletten genutzt und so weiter und so fort. Also man hat einfach gesehen, dadurch, dass ein paar Fenster und eine Tür gefehlt hat, sah alles chaotisch aus. So ähnlich ist das auch in unserem Leben. Dass wenn ein paar Fenster und ein paar Türen nicht geschlossen werden, es kann chaotisch werden. Und aus dem Grund wiederum diese Warnung, beschütze dein Herz. Weil das ist die Quelle. Und das ist nicht nur die Quelle für dein geistliches Leben, sondern Salomo sagt sogar auch für deinen Körper. Es gibt auch noch andere Bibelstellen, die das auch noch mal verdeutlichen. Aber hier spricht Salomo ganz deutlich, dass wir beschützen sollen. Warum? Warum ist das so? Das ist aus dem Grund, weil wir in einem Kampf stehen. Es gibt jemand, der für dich interessiert ist. Und zwar dein Herz. Aus einem weißen Herz, aus einer Bekehrung, wo du vielleicht Gott angenommen hast und gejubelt hast, dass du Vergebung bekommen hast. Genau das Herz, das weiße Herz, könnte man jetzt sagen, zu einem richtig dreckig schmutzigen Herz zu machen. Und das ist der Teufel. Der ist interessiert daran. Der ist interessiert, dein Leben so zu vermasseln, dass du am Ende dich selber aufgibst. Und aus dem Grund ist diese Warnung enorm wichtig. Es ist nicht so, dass wir einfach hier so leben und es geht an uns einfach alles so vorbei. Nein, Salomo wusste ganz genau, wer das Herz nicht beschützt wird, geht alles dem Bach unter, früh oder spät. Und aus dem Grund lesen wir auch in anderen Übersetzungen, sogar da gibt es noch ein paar andere Übersetzungen, die sagen, da beschütze deine Gedanken. Statt Herz wird dann Gedanken benutzt als Übersetzung. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir vielleicht schon früher anfangen, weil das ist ja so, dass die Gedanken, die kommen erstmal in unser Kopf und manchmal kannst du nichts dafür und die Gedanken, die sind auf einmal da. Aber was ganz wichtig ist, dass diese Gedanken nicht im Herzen landen, weil wenn die im Herzen landen, werden die früher oder später eine Frucht tragen. Weil dann Wurzeln entstehen und dann irgendwann mal kommt die Frucht. Es soll beschützt werden. Das Herz soll beschützt werden. Warum? Weil das Zentrum ist, wo du mit Gott dich unterhältst. Wo du auf Augenhöhe bist mit Gott. Als Gott das Universum schuf und Adam und Eva, sein Gedanke war, dass er sich im Paradies mit den Menschen unterhält und mit denen Gemeinschaft hat. Das war das Ziel. Er wollte mit den Menschen Gemeinschaft haben. Aber es kehrte die Sünde ein und es ging nicht. Und deswegen ist das Ganze in das Herz verlagert. Und wenn dein Herz rein ist, dann entstehen da Gemeinschaften mit Gott. Wenn das Herz zugewuchert ist, zugemüllt ist, wenn da kein Durchblick mehr ist, dann hat Gott da auch keinen Platz und er fühlt sich da auch unwohl. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir anfangen, unser Herz zu beschützen. Vielleicht hast du das bis jetzt nicht so wirklich gemacht und hast irgendwie so daher gelebt und einfach geschaut, so wie es kommt, so kommt es. Nein, hier wird nochmal enorm ernst erwähnt, beschütze dein Herz.
Beschütze deine Gedanken, sagen die anderen Übersetzer. Es ist ganz wichtig, dass wir mit unseren Gedanken klarkommen. Und ich will heute auch gar nicht so extreme Gedanken anstoßen, sondern normale Gedanken, die uns manchmal beschäftigen, die am Ende auch dazu führen können, dass es in Abstand zu Gott wird, weil in deinem Herzen Sachen entstehen, die Gott nicht wohlgefällig sind. Vielleicht hast du viele Gedanken über deine Familie. Und das ist auch gut so. Vielleicht machst du dir viele Gedanken über deine Kinder. Vielleicht machst du dir viele Gedanken über deinen Dienst in der Gemeinde. Über deine Aufgaben, die dir so anvertrauen. Das sind alles gute Gedanken. Aber Jesus bringt das nochmal auf den Punkt. Und er sagt, wer Vater und Mutter, und das ist ja so die Priorität in unserem Leben, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Also mit dem Gedanken kann man so sagen, es ist gut, dass du dir Gedanken machst über Familie, Sorgen machst vielleicht über Gemeinde, über deine Aufgaben und so weiter. Aber dein Herz soll immer ganz nah bei Gott sein, in erster Linie. Das größte Gebot sagt uns das auch aus. Es kommt auf das Herz an. Und Jesus spricht in Matthäus 5 in der Bergpredigt, spricht er im Vers 8, selig sind die, da reines Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Es ist ganz wichtig, dass unser Herz rein bleibt, weil wir alle wollen Gott schauen, wir wollen alle mit Gott gemeinsam gehen. Salomo spricht ja auch weiter und in den weiteren Versen gibt er so Anleitungen, gibt er so konkrete Sachen, auf was du achten sollst. Das ist ganz gut, dass wir das heute auch mal gemeinsam durchgehen. Und er spricht dann in dem weiteren Vers, verbreite keine Lüge, vermeide jede Art von falschem Gerede. Das sind Worte, die er da nochmal erklärt, worauf du enorm achten sollst, damit dein Herz sauber bleibt. Vermeide die Lüge. Also, ich würde mal sagen, ja, lass uns doch mal hier unter uns sein, als Gläubige, wir versuchen doch, ehrlich zu sein. Wir versuchen doch, keinem zu belügen. Was meint er denn hier? Und ich wollte heute mal das anders sagen. Lass uns ehrlich sein zu uns. Ich glaube, wir belügen uns oft selber. Dass wir oft uns einschätzen oder einreden, das passt schon, ist alles gut, das kriege ich schon hin. Nein, lass uns ehrlich sein zu uns. Das ist das, was ich euch als Erste mitgeben will, auch hier aus diesem Abschnitt. Lass ehrlich sein zu uns selber. Analysiert euch selber. Prüft euch anhand diesem Wort, was so wichtig ist und eine Richtschnur ist, wo wir uns festhalten können, auch wenn es mal manchmal im Leben das richtig turbulent läuft und das Leben hat manchmal Kurven, Höhen und Tiefen. Wir waren gestern auf der Beerdigung gewesen. Ein Schmerz, den man einfach nicht weitergeben kann. Familie verliert einen Ehemann, Vater, einen Bruder, einen Sohn. Zwei Särge werden rausgetragen aus dem Saal. Was ist das für ein Schmerz? Der andere liegt im Krankenhaus. Der vierte ist verletzt. Das ist ein Schmerz, den wir manchmal nicht tragen können. Aber das Wort Gottes, das gibt Kraft. Lass uns ehrlich sein zu uns. Dass wir uns immer analysieren, wo stehen wir? An was halte ich mich fest? Was sind meine Prioritäten im Leben? Das andere, in einem weiteren Vers sagt er, halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist und geh geradeaus. Nicht diese Umwege gehen. Die andere Übersetzung sagt, geh den Weg, den dir geebnet ist. Jesus Christus hat den Weg geebnet. Er ist am Kreuze für uns gestorben. Er hat für alles bezahlt, für all dein Schmutz und Dreck, was wir in unserem Leben angesammelt haben. Für alles hat er bezahlt, hat teuer bezahlt.
Den teuersten Preis, mehr gibt es nicht, kannst nicht kaufen. Und er ist bereit, jeden Tag aufs Neue, wenn sich irgendwas einschleicht in deinem Herzen, neu reinzumachen, dich optimieren und ausrichten. Gehe diesen geebneten Weg. Schau auf Jesus. Das andere, was hier erwähnt wird, achte auf deine Augen. Augen und Ohren, das sind so Organe, durch die wir viel Einfluss haben in unser Innere. Natürlich hat Gott uns noch andere Sachen gegeben, einen Geruch, wir können fühlen, wir können schmecken, aber das wirkt nicht so stark wie Augen und Ohren. Das ist das, was wir sehen, das wirkt sich auf uns aus. Und in Matthäus 6, im Vers 22 sagt Jesus, dass wenn einer ein helles Auge hat, also praktisch klar sieht, wo nichts Verdrecktes ist, nichts Schmutziges, da wird das innere Leben auch hell sein. Achte auf deine Augen, das, was du siehst. Und wir sind heute mit so viel Information zugetextet. Lass uns auch an dieser Stelle einfach ehrlich sein. Was machen wir am frühen Morgen in erster Linie? Der größte Teil der heutigen Zeit wacht auf, wird richtig wach mit einem Smartphone in der Hand. Nichts Schlechtes. Ich will da auch nichts Schlechtes jetzt hochwühlen. Aber einfach diese Standardsachen, die ganze Information, ganze Status, vielleicht auf deinen ganzen Social Media, was da so kommt, nichts Dreckiges. Aber das, was auch vielleicht normal ist, kann in unserem Leben die Quelle verschließen. Dass wir immer mehr mit diesen Informationen beschäftigt sind. Wir können vielleicht vor lauter irgendwelchen Schrecken in der Welt, können wir uns auch gar nicht mehr am frühen Morgen auf das Wort Gottes konzentrieren. Vielleicht kommen wir gar nicht dazu, weil wir zu lange uns aufgehalten haben, weil da irgendwas Spannendes gewesen ist. Es sind viele Informationen, die in der heutigen Zeit durch unsere Augen zu uns in den Körper, in unsere Seelen, unser Herz hineinkommen. Und deswegen sagt Salomo, damals schon, achte auf deine Augen, was du schaust. Pass auf, lass uns auf unsere Augen Acht nehmen, dass wir das schauen und reflektieren können, was wirklich auch uns nicht irgendwo am Ende die Quelle verschließt. Genauso die Ohren. Das sind Organe, durch die Informationen fließen, die uns auch zumüllen können. Lass uns gute Sachen hören. Lass uns mit guten Sachen beschäftigen. Lass uns gute Sachen in uns hineinkommen lassen. Warum? Weil das Herz rein sein soll. Weil es am Ende auf das Herz drauf ankommt. Wenn dein Herz nicht rein sein wird, wird dieser Punkt, dieses Zentrum, wo Gott mit dir Gemeinschaft haben wird, wird nicht effektiv sein. Gott wird da seine Wirkung nicht schaffen. Und deswegen wünsche ich das euch, dass ihr euch an diesen Sachen festhaltet. Halt fest an dem, dass dein Herz rein wird. Mein Wunsch an euch und an uns alle. Gottes Segen. Amen.